John, von der wirklich taffen Seite des Lebens machen wir jetzt einen ziemlich großen Sprung und kommen zu diesen kleinen süßen Dingern hier. Cola-Fläschchen. Die schmecken, klar, nach Cola, aber wie viel Cola steckt da wohl wirklich drin? Wir haben hinter die Kulissen der Produktion geblickt und das Rätsel für Sie gelöst. Cola. Sie wird nicht nur gerne getrunken, sondern auch genascht. In Form von Fruchtgummi. 42 Liter trinkt der Deutsche durchschnittlich und über 3 Kilogramm Fruchtgummi verschlingt er jährlich. Unsere streng wissenschaftlich durchgeführte Umfrage bei schönstem Sonnenschein im Park zeigt eindeutig den Favoriten unter den Fruchtgummis. Cola-Fläschchen. Am liebsten die Cola-Flasche. Cola-Flasche. Cola-Gummibärchen, weil die extrem geil sind. Und, und was vermuten die Sonnenanbeter? Wie viel Cola steckt im Fläschchen? Ja, wahrscheinlich ist gar keine Cola drin. Also ich meine, Cola ist ja eine Pflanze, oder? Ich glaube, das sind nur Geschmacksstoffe. Wieso sollte sie sich die Mühe geben, da Cola reinzutun? Keine Ahnung, 2%? Unsere Spurensuche im Supermarkt zeigt, egal von welchem Hersteller, nirgends steht Cola auf der Verpackung. Stattdessen ist von Zitronensäure, Karamellsirup und Ähnlichem die Rede. Naja, Cola ist keine Pflanze, also auch keine natürliche Zutat. Sind das also die Inhaltsstoffe für Cola, deren Rezept streng geheim ist? Vielleicht sind die Fläschchen ja in die ominösen Cola-Zutaten eingeweiht. Hier in Herpolzheim soll sich das Geheimnis lüften lassen. Wir machen uns auf die Suche nach den Cola-Fläschchen. Doch zuerst muss sich unser Kamerateam umziehen, als ob es gleich am offenen Herzen operiert. Am Anfang geht erst einmal alles schief. Unsere Redakteurin kriegt ihren Kittel nicht zu. Und die Qualitätsmanagerin stolpert über die Hygienevorschriften. Keiner möchte in seinem Haargummi, keiner möchte in seinem Fruchtgummi Haare oder Ohrringe finden, etc. Und Bakterien natürlich auch nicht. Nach der Desinfektion werden wir endlich zum Haargummi, Fruchtgummi gelassen. Jetzt mal ganz langsam, zurück zum Anfang. Wir wollen ja alles genau mitkriegen. Das Leben eines Cola-Fläschchens beginnt beim Schwein. Kollagen, ein Eiweiß im Bindegewebe, hält die Haut elastisch. Es liefert die Hauptzutat, Gelatine, in Form von Pulvergeliermittel. Mit Wasser vermischt bekommt es bei 60 Grad die richtige Konsistenz. Produktionsmitarbeiter Robinson Jahn kontrolliert die Masse, damit das Cola-Fläschchen am Ende auch klümpchenfrei ist. Und was bewirkt die Gelatine? Damit der Fruchtgummi zusammenhält, eine Elastizität bekommt und einen guten Biss hat. Hier in der geschlossenen Kochstation wird das Innere des Cola-Fläschchens, nämlich seine Rohmasse, zusammengemischt. Und zwar aus Glukosesirup, der aus Trauben- und Fruchtzucker besteht. Gelatine, die alles bindet, und Kristallzucker für die Süße. Der Zuckergehalt macht beim Fruchtgummi fast 2/3 aus, nämlich 70%. Was uns Herr Jahn hier im Kleinen zeigt, wird im Kessel bei 100 Grad zusammengekocht. Noch haben wir keine Cola entdeckt. Wie schmeckt die Rohmasse denn? Vielleicht doch schon nach Cola? Ja, aber schmeckt schon sehr süß, finde ich. Ne? Ja, natürlich. Ein bisschen, ja. Bisschen wie Medizin. Ja, Medizin für Kinder. Mhm. Vom Cola noch keine Spur. Bevor Flüssiges beigemischt wird, muss die Rohmasse ordentlich schwitzen. Unter Vakuum wird ihr in diesem Kessel Wasser entzogen. So wird die Rohmasse schön dickflüssig. Wenn ich zu viel Wasser drin habe, bleibt Fruchtgummi zu weich. Das möchte ich ja auch nicht. Ich möchte gute Konsistenz haben, guten Biss. Ja, der gute Biss, das Lieblingswort des Produktionsmitarbeiters. Von Cola spricht er noch gar nicht. Doch im Lager fallen uns lauter Kisten auf. Ist hier vielleicht die Cola drin? Nein, was es ist, wird später verraten. Soweit wir es jetzt schon erkennen können, ist es eine mehlige Angelegenheit. Wofür es gebraucht wird, erfahren wir bei dieser Maschine. Doch rückt man ihr zu nah auf die Pelle, tut sie beleidigt und hört sofort auf zu produzieren. Erst mit der nötigen Distanz zeigt sie uns ihr Innenleben. Sorry, reingekommen.
Alle 5 Sekunden hinterlassen Mini-Fläschchen aus Gips ihre Konturen in Maisstärke. So entstehen die Vorlagen für Cola-Fläschchen. Maismehl lässt sich gut formen, wird aber unter Druck richtig fest. Wenn ich das Brett bewege, Sie sehen, passiert einfach gar nichts. Es bleibt stabil. Der Maisstärke steht ein langes Leben bevor. Sie wird nicht weggeworfen, sondern immer und immer und immer wieder verwendet. Je öfter, desto griffiger wird sie. Und jetzt geht's endlich auf die Geburtsstation. Spritzdüsen befüllen die Maisvorlagen mit 1 Tonne Rohmasse pro Stunde. 2-farbige Fläschchen kommen hier zur Welt. Wo aber kommt auf einmal die braune Farbe her? Das Geheimnis will uns Herr Jahn erst später verraten. Zuerst die Frage, wieso vermischen sich die beiden Farben nicht? Das ist jetzt die Frage, ne? Das ist bestimmt ein Trick. Ich habe seit einem Jahr kein Chemie mehr in der Schule. Ich schätze doch irgendwelche Färbungsmittel, oder? Wahrscheinlich haben die eine unterschiedliche Dichte. Das erste bisschen abkühlen lassen und dann das zweite dazu schütten, dass es sich nur ein bisschen vermischt. So. Und dann werden die irgendwie nur noch zusammengeklebt oder so? Ich habe keine Ahnung. Soweit habe ich noch nie nachgedacht. Wir schon. Uns geht die Frage nicht mehr aus dem Kopf. Zum Glück kennt Produktionsmitarbeiter Jan das Geheimnis der Zweifarbigkeit. Der Fruchtgummi läuft deswegen nicht zusammen, weil das eine relativ zähflüssige Konsistenz ist. Und deswegen habe ich hier auch eine gerade Linie. Das ist wie wenn ich jetzt einen Fanta habe, einen Cola habe. Das mische ich im Glas, was passiert, es vermischt sich. Leere ist zähflüssig, wird sich nicht vermischen. Nun steht der entscheidende Schritt an. Die Fläschchen werden auf eine 2-tägige Wellnesskur geschickt. Im Trockenraum heißt es für die Süßen 48 Stunden lang gar nichts tun. Bei 24 Grad saugt ihnen die Maisstärke 15% Wasser ab. In diesen Holzbrettern sind Schlitze, dass die Luft da durchströmen kann. Wenn man es wärmer machen würde, würde es natürlich viel, viel schneller trocknen. Allerdings wäre es außen hart, innen immer noch weich. Dass wir eine durchgehende Konsistenz haben, brauchen wir eben diese 2 Tage, damit wir diese Qualität haben. Cola-Fläschchen müsste man sein. Warum das Ausruhen wichtig ist, schmecken wir gleich selbst. Wenn Sie sie in die Hand nehmen, merken die, dass sie noch recht weich sind. Mhm, die sind total wabbelig. Probieren Sie gerne. Okay. Hm. Das schmeckt ganz anders. Schmeckt ja wie Pudding oder so. Ja, von der Konsistenz her ist es ganz anders, viel weicher. Mhm. Also fest schmeckt es auf jeden Fall besser, muss das ich sagen. Gut. Mhm. 2 Tage später werden die Cola-Fläschchen etwas unsanft aus ihrem Schönheitsschlaf geweckt und aus dem Stärkebett einfach herausgeschubst. Doch essfertig sind sie noch nicht. Ihre nächste Fahrt geht in die Beölungstrommel. Huch, wir bleiben stecken. Unsere Kamera legt sich hier mit einer Maschine nach der anderen an. Gerettet. Ja, genau, hier geht's weiter. In der Beölungstrommel ist dann ganz viel Körperkontakt angesagt. Hier reiben sich die Fläschchen gegenseitig mit Bienenwachs ein. Der vor dem Kuscheln, nach dem Kuscheln Vergleich zeigt, wofür. Hier ist er relativ weißlich. Das sind die Reste der Stärke. Es glänzt nicht. Und wenn ich es zusammendrücke, das ist ein Zuckerprodukt, klebt man das auch zusammen. Das wollen wir natürlich vermeiden. Deswegen wird eben das beölt mit Bienenwachs. Wie ihr es nun anschaut, hat es einen wesentlich schöneren Glanz. Und vor allen Dingen, es klebt nicht mehr. Und dann kommt der schönste Teil seines Jobs, die Qualitätskontrolle. Ich teste es gern jeden Tag. Mir schmeckt es. Wenn es nicht schmecken würde, könnte ich das gar nicht machen. Ich muss ja beurteilen, ist der Fruchtgummi gut, schmeckt er. Und so kann ich das. Es gibt also kaum jemanden, der keinen Fruchtgummi mag. Also ich kenne persönlich niemanden. Herr Jahn ist eben der größte Fan seiner Cola-Sprösslinge. Und was sagt unsere Redakteurin? Ja, schmeckt auf jeden Fall nach Cola. Freut mich. Herr Jahn, Sie schulden uns da noch eine Antwort. Jetzt lassen wir uns nicht mehr hinhalten. Wo und wie viel Cola ist reingekommen? Irgendwo muss dieser Produktionsschritt doch sein. Ja, und zwar hier, bei der Aromastation. Direkt nach der Kochstation. Also noch vor dem Formengießen wird die Rohmasse hierher gepumpt. Produktionsmitarbeiter Jan mischt hier Fruchtsaftkonzentrat und Zitronensäure für den fruchtigen Geschmack zusammen. Für die dunkle untere Cola-Fläschchenhälfte wird etwas Braunes beigemischt.
Sieht aus wie Cola. Doch es ist karamellisierter Zuckersirup, der nur für einen dunklen Teint sorgt. Stattdessen soll das hier Cola sein. Ach echt, so hell? Wir nehmen keine echte Cola, weil der Flüssigkeitsanteil wäre viel, viel zu hoch. Und das heißt, wir können gar kein Fruchtgummi produzieren. Es wird uns ja gar nicht trocknen, es wird uns gerade wegschwimmen. Deswegen nehmen wir ein Aroma. Man kann ja gern dran riechen, aber bitte ganz vorsichtig, weil es hochkonzentriert ist. Also ich darf es jetzt nicht trinken? Nein, um Gottes Willen, bitte nicht. Also Limette, Orange hätte ich jetzt rausgerochen, aber nach Cola riecht's nicht. Und auch Zimt ist drin. Sind das die Aromen, die den Cola-Geschmack ausmachen? Das ist ja angeblich eine geheime Rezeptur. Ich glaube auch nicht, dass die uns das geheime Rezept gegeben hätten. Jeder Hersteller verwendet nämlich unterschiedliche Aromen, weshalb die Fläschchen auch immer ein bisschen anders schmecken. Aha, da haben wir die Cola-Fläschchen ganz schön entlarvt. Sehen aus wie Cola, schmecken wie Cola, aber ist gar keine drin. Ein kleines Fruchtgummi mit einem großen Geheimnis.